wir machen Beratung, wie Sie Ihre Tür sichern können. Und auch muss die Polizei da mal durch. Ja? Also insofern würden wir nie sagen, machen Sie bitte eine Papptür, damit wir im Fall eines Einsatzes besser durchkommen. Also das kann man, glaube ich, auch auf die digitale Welt übertragen. Ja, also Verschlüsselung ist ein Kernelement, gerade in dem digitalen Raum, was die sichere Kommunikation, sichere Datenweitergabe angeht. Was wir uns sehr wohl vorstellen können, ist, dass man über einen Frontdoor-Ansatz diskutiert, ja? Und nicht über einen Backdoor-Ansatz. Das würde viel, viel entspannen, wenn man sagt, wie wir das auch schon aus der klassischen Telefonie kennen, wo die Telekom und andere Daten ausleiten, dass sie verpflichtet werden, wenn man diesen Ansatz überträgt auf den digitalen Raum und nur dort die Fähigkeit auch hat, die Kryptierung aufzuheben und auszuleiten, dann würden wir viele Instrumente nicht brauchen. Nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, wo dann eben auch andere Apps genutzt werden, die bewusst darauf dann noch ausgerichtet sind, Stichwort EncroChat und Co. So, das heißt, ich glaube, dass es auf der einen Seite wichtig ist, als Polizei für herausragende Fälle diese Fähigkeit nach wie vor zu haben, von Quellentheorie und Analysen für herausragende Einzelfälle. Und dass es im normalen Bereich der Telekommunikationsüberwachung viel sinnvoller wäre, statt ein Aufbrechen der Verschlüsselung über so etwas wie einen Frontdoor-Ansatz zu diskutieren.